Hallo, Peter Ferres. In 2007 hatte ich die Idee, eine internationale Schule zu gründen. Also schulte ich um auf Lehrer in England, kam zurück nach Frankfurt und gründete hier die Metropolitan School mit einem Kindergarten und einer Grundschule. Die Schule ist international, das heißt, der Tag läuft in englischer Sprache ab, aber wir haben auch Deutschunterricht in vollem Umfang des hessischen Rahmenplans hier in der Schule. Ich begrüße alle, die morgens in die Schule kommen, ob es regnet oder schneit, und kann dadurch auch den persönlichen Kontakt gut aufrechterhalten. Wir arbeiten eng und gerne mit Eltern zusammen, die morgens hier nach dem Abgeben der Schüler am Frühstücksstammtisch sitzen und mit mir sprechen über ihre Kinder, über den Schulalltag, über Ausflüge und anderes. Alle Schüler hier haben Laptops, die sie von zu Hause mitbringen bzw. auch von der Schule gestellt bekommen. Damit können sie in allen Fächern im Unterricht arbeiten. Wir bilden die Kinder in der Schule aus für das 21. Jahrhundert. Das heißt, wir legen auch Wert auf elektronische Medien aller Art. Unser EDV-Unterricht beinhaltet deshalb nicht nur Programmieren, sondern auch die Anwendung beispielsweise in Robotics, wo kleine Roboter programmiert werden, die dann bestimmte Aufgaben ausführen. Wir setzen beispielsweise Virtual Reality Brillen ein, um den Kindern Welten darzustellen, im Geschichtsunterricht, im Erdkundeunterricht, die dann in virtueller Realität für die Kinder sichtbar werden. Bewegung und Sport ist uns sehr wichtig, deshalb haben wir eine Dreifeld-Tonhalle und auf dem Dach einen Dachsportplatz für Outdoor-Sports. Die Schulgebäude sind nachhaltig, insofern als wir hier Solarpanels haben, die in der nächsten Ausbaustufe ein Drittel unseres Stroms erzeugen. Wir haben eine Rückgewinnung des Regenwassers für die Toilettenspülung. Die Taunussparkasse hat uns seit der Gründung der Schule in 2007 begleitet und die Gründungsfinanzierung und auch die 6 Ausbaustufen der Schule finanziert. In den nächsten Wochen beginnen wir mit unserem weiteren Expansionsprojekt der Schule. Es ist ein reines Qualitätsinvestment, nicht eine Kapazitätserweiterung der Schule. Und wir schaffen eine Aula, die mit 750 Sitzplätzen eine der größten in der Rhein-Main-Region sein wird. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit der Taunus-Sparkasse, auch im nächsten Bauabschnitt der Schule und in der weiteren Entwicklung der Schule.